mit machtvoller Stimme nach alter Norden. Nils. Ich heiße Nils. Ich bin der Koch oben im Haus Kerzenschein. Wow, Nils, ihr habt ein Gesicht wie eine Ledercouch. Ja. So, jetzt brauchen wir... Oh. Auch der feine Herr, der geht natürlich wieder hier die Treppe runter, wie es sich gehört. Hm. Wartet. Ich kenne euch doch. Nein, das muss ein Missverständnis sein. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, da sitzt jemand ganz traurig. Hallo, bist du traurig? Fariel? Die Arbeit auf dem Bauernhof ist hart. Entspannung ist schön und gut, aber ich muss mir dabei immer anhören, wie meine Brüder sich über Ungerechtigkeiten aufregen. Das ist ja wohl die Höhe. Entspannt euch weiterhin. Der Herr. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich? Ich muss hier einfach. Ja, dann geh doch auch dahin. Hallo, kleines Mädchen. Ja? Hallo. Was habt ihr zu verkaufen? Ich denke, Blumen? Nicht viel. Hoffentlich gefallen sie euch. Ich nehme das. Hoffentlich gefallen sie euch. Hä? Ihr habt doch gar nichts mehr. Wer bist du? Und wo sind deine Eltern, Lady Sophie? Sie sind tot. Meine Mama ist gestorben, als ich klein war. Ich kann mich nicht sehr gut an sie erinnern. Mein Vater war ein Soldat der Sturmmäntel. Eines Tages zog er in den Dienst und kam nicht mehr zurück. Ich verkaufe Blumen, damit ich Essen kaufen kann. No. Das ist nicht viel. Aber was soll ich sonst machen? Mach weiter so. Na klar. Und weil ich so eine gute Seele bin. Wo sind die ollen Blumen? Wo sind sie? Hä? Vielleicht bei Zutaten. Da, bitteschön. Kannst du alle wieder haben? Da, bitte. Dann kannst du die nochmal verkaufen. Und Lavendel, bitteschön. Es regnet Blumen auf euch, Lady. Brauche ich die vielleicht doch? Nö. Also ganz ehrlich, diese Stadt ist ein Irrgarten. Hier ist ein fleißiger Mann an der Arbeit, so würde ich das sehen. Hallo, Nils. Ach, ihr seid doch schon wieder der Koch. Wer seid ihr? Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Wir liegen ja dabei, wenn auch ein bisschen eintönig. Thorsten. Die Grausammeer-Familie besteht seit Generationen aus Seeleuten. Toll. Ich bereue es, nicht in die Fußstapfen meiner Ahnen getreten zu sein. Das ist ja wirklich klasse. Hallo, Öngul. Öngul? Alle sagen, Eol und Graumel sei der beste Schmied in Himmelsrand. Ich habe vor, die Einstellung einiger Leute zu ändern. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ich habe König Freydis Schwert gefunden. Bitte schön. Seht euch die Schneider an. Habe ich schon. Ja. Ich werde es dem Jahr später überreichen. Euch will ich ein paar Schmiedetechniken zeigen. Dankeschön. Oh, ja. Ob ihr eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht, kommt einfach vorbei. Ja, ich werde es tun. Habt ihr schon Heugabeln finden können? Heugabeln? Ich bin nicht mehr ganz die alte Seite. Ach. Seit unsere Tochter von uns genommen wurde. Oh, Tova, Schmetterschild. Ihr seht ja wirklich fürchterlich verheult aus. Genau, esst erstmal ein Happen. Ich versuche nicht an sie zu denken. Ja, das ist schwer. Manchmal erinnern mich die einfachsten Dinge an sie. Es wird alles besser werden. Vertraut mir einfach, ja? Es wird alles gut.
Traurig, traurig. Ja, ja. Ja, ja. Was ist denn hier los? Gott segne euch, Talos hellgiert. Großer diagonaler Schnitt von der linken Schulter. Ihr meint? Okay. Okay, da will ich euch mal nicht bei eurer Arbeit stören. Hallo? Ich dachte, Bewohner nenne mich Kapitän, weil ich früher ein Seemann war. Was? Kennt ihr Talos? Er hat das Kaiserreich gegründet. Jora! Wir sind der einzige Tempel im Himmelsrand, in dem Talos offen verehrt werden darf. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wohin wir müssen. Wir gehen einfach mal hier lang. Hallo. Hi, weiter so. Ah, Merida ist also nicht durch und durch böse. Aber schon ein wenig. Nanu? Hey, wo sind wir hier? Sind die sogar richtig? Juhu, toll, toll. Ich werde es nochmal versuchen. Verdammt. So ein Scheiß. Das gibt's doch nicht. Nein! Oh. Okay, wir waren ungefähr hier auf dieser Höhe. Ja! Sie haben es geschafft und wir wurden nicht entdeckt. Nein, nein, aber mit euch will ich doch reden. Redet mit mir. Okay, schade. Ich bin ja weg. Ach, da seid ihr ja. Hallo. Ein neuer Tag, ein neues Team. Steht im Flachen. Ich habe bei den Hist. Wenn wir nicht bald etwas bekommen, weiß ich nicht, wie wir die Woche überleben sollen. Ja, genau das. Deswegen bin ich hier. Hier, wie von euch gewünscht, zweifach Desiltas Goma. Aber pst! Danke vielmals. Pst! Ich gebe euch ein paar Ratschläge, wie man nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich würde mich nicht beschweren, wenn ihr mir ein bisschen Skuma hab ich doch gerade. Oh. Ja, ich bin wieder da. Das war eine kleine kreative Pause und Serana drückt mich hier weg vom Fleck. Kann ich hier noch was drücken? Ach, Serana, bitte. Bitte, bitte, bitte. Du weißt es uns nicht zu schätzen und ich weiß es auch nicht zu schätzen. Aber Nitrivana. Wir mögen euresgleichen hier unten nicht sonderlich gerne. Aber ich bin doch so nett. Himmelsrand ist nicht sehr freundlich zu Argonian. Also halten wir uns meist einfach aus allem raus. So ist es richtig. Schaffe! Windhelm war hart zu meinem Volk. Aber unser Glück wird sich wenden und wir werden Obdach und Essen haben. Ja, ich drücke euch die Daumen. Ich habe euer Amulett. Seid gesegnet. Ihr gebt mir neue Hoffnung. Ja. Bevor ich von Senetar ausgewählt wurde, war ich ein Dieb. Was? Damals habe ich so einiges gelernt, was euch beim Überleben helfen könnte. Lasst mich es euch zeigen. Zeigt es mir, ja. Danke, danke für diesen kleinen... Dank eurer kleinen Hilfe bin ich jetzt etwas weiter im Level. Ich danke euch. Und ich finde es sehr beruhigend zu sehen, wie sie das Leder da abschaben. Ihr seid eine Meisterin darin. Eine Meisterin. Es war schön, mit euch zu reden. Fand ich auch. Das ist unsere liebste Begleitung. Was? Das Schaben von
Leder? Charlie weiß, dass der Hafen nicht schön aussieht, aber frische Luft ist gut für die Kiemen. Okay, okay. Für die Kiemen? Ja, jeder hier kennt mich. Ich bin das Drachenblut. Ja, und Salzbeißer. Was? Wieso denn? Seid ihr der Kapitän von, ich war natürlich der Nordmite? Na klar, das bin ich. Warum? Wer hat euch geschickt? Ich wurde von ein paar Kultisten angegriffen, die auf euren Schiff herkamen. Könnt ihr mir das erklären, Junge? Moment mal. Das war nicht meine Schuld. Hm? Ich wusste nicht, dass sie jemanden angreifen wollen. Ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Bitte was? Wie könnt ihr nicht wissen, wie ihr hergekommen seid? Ihr seid doch hergesegelt, oder nicht? Gial und Salzweiser, du kleiner Wicht. Das ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann? Plötzlich war ich hier und sie waren weg. So einfach ganze Tage zu verlieren ist unheimlich. Du lügst doch. Es passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hiernach habe ich genug. Ich kehre nie wieder nach Solzheim zurück. Oh doch, ihr bringt mich nach Solzheim. Das schuldet ihr mir. Habt ihr mir nicht zugehört? Doch. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Oh. Die, die ihr hierher gebracht habt, wollten mich töten. Man versucht mich zu töten. Nein, nein, akzeptiere ich nicht. Ich komme wieder. Ich bezahle euch das Doppelte eures normalen Preises. Ihr schuldet mir was. Da habt ihr recht. Ich sollte euch wenigstens zurückbringen, damit ihr herausfinden könnt, wer sie geschickt hat. Vielleicht könnt ihr ja auch aufhalten, was immer dort vor sich geht. Auch ja. Ich habe noch eine kleine Rechnung mit ihnen offen. Alles klar. Los geht's. Aha, Rabenfell. Rabenfels ist Solzheim größte Siedlung und steht fest unter der Kontrolle des Hauses Redoran, dem mächtigsten der großen Häuser von was auch immer. Ah. Wäre. Nun, da wären wir. Schön. Das ist Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Oh, ist das hier. Ist das hier Vulkanstaub? Der mir in der Lunge ein ganz schönes Tohu. Bawuhu, der wie auch immer das heißt, anrichtet. Junge, die. Guten Tag, ich bin neu hier. Nee. So ist es, so ist es. Das werde ich. Ich suche Mirak. Kennt ihr ihn? Mirak. Ich glaube nicht. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Für die Dauer eures Aufenthalts muss ich euch mein Zug zurückgesetzt haben. Und diese da wären? Ja. Warum seid ihr Besucher gegenüber so misstrauisch? Und wer drückt mich denn da schon wieder? Das muss ich doch. Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen. Gibt es Probleme mit der Sicherheit? Adriel Aranu? Das hier ist nicht gerade Spaß. Wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherr Norwald im Stich zu lassen. Was bedeuten eure Titel? Ratsherr Norwald ist der Vertreter des Hauses Redoran aus Sofort. Als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht, ihn zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. Ah ja. Rabenfels ist eine reine Dunmeersiedlung? Ist es so? Ursprünglich war Rabenfels eine kaiserliche Stadt. Doch das Kaiserreich hat sie verlassen, als man vor hier eintrat. Sie ließen die Stadt in Trümmern hinter sich zurück.
Doch als das Haus Redoran übernahm, bauten wir sie wieder auf und machten sie zu unserer eigenen. Mein Gott, wer hämmert er? Das ist unhöflich. Es ist diese Insel wohnlich zu machen. Nennen wir sie. Was hat das mit Schwarzlicht auf sich? Sehe ich später so aus wie ihr? Das möchte ich nämlich nicht. Eure Unkenntnis unserer Heimat überrascht mich nicht. Oh. Das ist die Hauptstadt von Morrowind. Seit der Grabfeste von den Argoniern eingesetzt wurde. Ich bin nur noch selten dort, aber hin und wieder kommen noch Versorgungsschiffe und Besucher dorthin. Die Argonier sind in Morrowind einmarschiert? Ja, vor einer ganzen Weile. Sie haben eine blutige Schneise durch einen Großteil des Südens Morrowinds geschlagen. Niemand scheint sicher zu sein, warum es geschah. Vielleicht ein Expansionsversuch oder Rache für die Versklavung ihres Volkes. Ach, oder beides. Okay. Was auch immer der Grund war, tausende Dunkler verloren sinnlos ihr Leben und noch viele mehr wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Ach, Schande. Ihr wisst, wer Mira Ark ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Was könnt ihr mir über ihn erzählen? Ich glaube nicht. Ich bin nicht. Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Na gut. Ich komme jetzt. Ich habe mich schon gefragt, was mit euch geschehen ist. Wir wurden von einem Unwetter aufgehalten. Das war's? Mehr nicht? Hallo? Noch ein hungriger Bauer. Ihr habt euch die falsche Stadt ausgesucht, um euch niederzulassen, Fremdling. Das habt ihr nicht zu entscheiden. Ihr nicht. Mal sehen, was ist denn hier los? Supulus? Klingt irgendwie nicht so lecker. Ah. Oh, die Glühwürmchen. Ja, sie tanzen umher. Ich tanze mit ihnen. Ja, tanze mit mir, Glühwürmchen. Was ist das hier? Kann man hier rein? Alors Haus. Na, wollen wir mal sehen, wer dieser Alors ist. Ja. Hallo. Schrecklich. Einfach schrecklich. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse ihn jetzt auch schon. Diese Insel ist nichts als ein Geröllhaufen. Welchen Sinn hat es, sich hier niederzulassen? Es klingt eigentlich schon einleuchtend, dass ihr die Stadt nicht mag, aber ich frage euch trotzdem, warum sie euch nicht gefällt. Nicht gefallen? Ich hasse es. Es ist jeden Tag das Gleiche. Wir öffnen den Laden, wir verkaufen fast nichts, wir schließen den Laden und gehen zu Bett. Das ist doch kein Leben. Warum kehrt ihr nicht nach Morrowind zurück? Oh, glaub mir. Ich würde mit dem erstbesten Schiff von dieser erbärmlichen Insel verschwinden, wenn ich könnte. Aber ich glaube nicht, dass ich das meinem Vater antun könnte. Ja. Wir haben schon meine Mutter verloren. Nein. Ich will nicht alleine lassen. Nein. Wie ist eure Mutter gestorben? Das ist ein sensibles Thema, aber ich bin unsensibel. Wir lebten in einer Siedlung, etwa eine Meile von der Grenze zur Schwarzmarsch, der Heimat der Argonier. Obwohl die Invasion der Argonier schon lange her ist, gibt es immer noch ein paar Stämme der Schuppenhäuter innerhalb unserer Grenzen. Kurz gesagt, sie haben unsere Siedlung angegriffen und fast alle abgeschlachtet. Es war schrecklich. Das klingt wirklich sehr grausam. Kennt ihr jemanden namens Mirak? Ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht sicher, wo ich den Namen gehört habe. Könnt ihr mir irgendwas erzählen? Irgendetwas? Ich weiß nicht warum. Aber ich denke an einen Tempel. Hier auf der Insel. Vielleicht war es nur ein böser Traum. Also, die Sache mit den bösen Träumen habe ich eigentlich schon in der letzten City da bei den Himmelsrand gecheckt. Passt auf euch auf. Solstheim ist noch immer ein gefährlicher Ort. Das werde ich tun. Alles Gute, Trela, Alora, Aloavea, Aloave. Liebste Trela, oh, ich muss es lesen. Liebste Dinja, ich weiß, dass euer Vater unsere Verbindung nicht billigt, doch ich bin bereit,
alles zu tun, damit diese Beziehung funktioniert. Ich glaube, es ist an der Zeit, persönlich mit ihm zu sprechen, damit er nicht weiter über Gerüchte und Klatsch von uns erfährt. Ich liebe gleich, ob die ganze Welt es weiß. Bitte denkt darüber nach. Schrecklich. Einfach schrecklich. Denkt doch darüber nach. Nein, was? Es ist Liebe in der Luft. Liebe! Und eure blutroten Augen sind diese Insel ist nicht seit grausam. 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 Hallo, hallo. So, Jammer, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich stehle es und trinke es. Ich probiere gerne neue Sachen, aber erstmal am Fleischchen. Na. Schnell 15 Punkte Ausdauer wieder her. Senkt die Ausdauerregeneration. Das zieht für 60 Sekunden. Oh, wow. Trinke ich erstmal lecker. Wow. Boah. Harten Shit habt ihr hier. Der macht mich ja direkt wuschig. Boah. Harte Leute, du. Was ist das hier? Weiß nicht. Mach besser einen großen Bogen um Teletrin. Jetzt nicht mehr. Ist das das Haus des Jarls? Ist das das Haus des Jarls? Wenn das hier Grenzgebiet ist, gibt es immer noch Regeln. Nur Wein. Aber kann ich euch helfen? Vielleicht. Hallo. Oh. Ganz schön karg eingerichtet. Aber es passt zu euch. Hallo. Alles, womit ihr Rabenfels helfen könnt, wird hochgeschätzt. Und natürlich. Larry? Im Namen des Hauses Redoran und des Ratsherr von Rabenfels heiße ich euch willkommen. Was ist das Haus Redoran? Ihr habt noch nie vom Haus Redoran gehört? Nö. Wir sind das mächtigste der großen Häuser. Und den Rat, also die Regierung von Mormorwelt. Rat? Also gibt es keinen Jarl? Aber ihr seht so jarlig aus. Das ist nicht Himmelsrand, Fremdling. Eine Gruppe von mächtigen und einflussreichen Dunmer-Familien führt Morrowind schon seit Jahrtausenden. Unsere Führung besteht aus einem Rat der fünf großen Häuser. Tel'vanni, Rhys, Indoriel, Sadras und Redoran. Aber ihr sagtet, Redoran führt den Rat. Natürlich. Wenn der Rat aus vier Häusern besteht, muss doch jemand für Ordnung unter dem Pöbel sorgen. Also seid ihr ein Jarl. Unser Haus führt den Rat aufgrund unserer Überlegenheit im Kampf, unserer Weisheit. Und der Ehre unserer Vorfahren. Klingt ziemlich kompliziert. Das muss es wohl für jemanden, der nicht aus unserem Volk ist. Wenn euch das Thema interessiert, bedient euch der historischen Bücher in meiner Bibliothek. Vielleicht ein anderes Mal. Herrscht ihr über ganz Sulzheim? Theoretisch steht Solzheim unter meiner Herrschaft. Aber ohne die Gewinne aus der Mine fehlen mir die Ressourcen, um über etwas anderes als Rabenfels zu herrschen. Aber außerhalb der Grenzen unserer Stadt gibt es ohnehin nichts dafür. Ist Rabenfels die einzige Siedlung auf dieser Insel, Mister? Nun, eine kleine Gruppe von Nord hat sich nördlich von hier in Skaldorf niedergelassen. Sie bleiben lieber unter sich und das passt uns allen gut. Dann gibt es noch Termitrin im Osten, würdige Hafen. Aber da sie auch aus Morrowind stammen, kommen wir miteinander zurecht. Abgesehen davon wimmelt es auf Solstheim nur so von Banditen und Rieglingen. Rieglingen? Aber damit muss man bei einem Leben so weit draußen rechnen. Was ist mit der Mine geschehen? Sie war jetzt die reichste Ebenerzmine in Morrowind, doch sie ist vor vielen Jahren versiegt. Ach so. Jetzt kommen wir hier kaum noch über die Runden. Ohne die Mine kann Rabenfels wohl nicht mehr lange durchhalten. Ihr müsstet doch jemanden namens Mira kennen, oder? Tue ich das? Wie seltsam. Es klingt so vertraut. Das aber sagen ich alle. Nicht oh, ihr habt doch alle den gleichen Text gelernt. Was könnt ihr mir über ihn erzählen? Los, raus damit. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe einen Tempel vor mir. Hier auf Solstheim. Ich muss schlecht geträumt haben. Meine Türen stehen euch offen, solltet ihr die Dinge rund um Rabenfels besprechen wollen. Ich glaube, ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Euer Apfelkuchen sieht sehr lecker aus. Lasst euch nicht von Rabenfels Zustand täuschen. Unser Wunsch, Rabenfels wieder aufleben zu lassen. Solange ihr unsere Gesetze befolgt, sind euer Aufenthalt hier toleriert. Darf ich überhaupt rein? Oh, oh,
Schatulle der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Habt ihr die Aussage für den nächsten Monat durchgesehen? Und wenn nötig... Nein, Ratser. Ich fürchte, wir werden erneut scheitern. Nun gut. Begleicht die Differenz aus meiner persönlichen Schatzkammer. Eure Rücklage ist Rumpfen, Ratser. Schatzkammer bis zum nächsten Winter leer. Was zum Teufel? Das spielt keine Rolle, Adriel. Ich bin für diese Leute verantwortlich. Und ich werde alle nötigen Opfer bringen, um sie am Leben zu halten. Ihr riecht so gut. Oh. Boah, was hat der bitte für ein Schwert? Eben... Tja, wie bin ich denn hier hingeraten? Makurio, ich glaube nicht, dass das hier das Gäste-WC ist. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt hier? Er geht mit dem Eimer weg. Aus dem Eimer ist eine kleine Kartoffel gefallen. Sieht aus wie eine Süßkartoffel. Hallo. Wieso kann ich das jetzt gerade sehen, wie stark die ist? Wisst ihr warum? Adriels Untersuchungsbericht. Ich muss ihn eben kurz durchlesen. Ratsherr Movarin. Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse der angeforderten Bestandsaufnahme. Das Bollwerk erfordert umfassende Reparaturen. Die Asche sickert langsam durch die Risse in die Baracken und schwächt die Stabilität des Gebäudes. Die Reparaturen am Hafen sind abgeschlossen. Wir können jetzt 2 Schiffe gleichzeitig unterbringen, falls dies erforderlich sein sollte. Insgesamt haben wir in den letzten 2 Jahren 26 Mitglieder der Redoran-Wache verloren und ersetzt. Der Zustand des Wassers um die Insel herum hat sich nicht verbessert. Auch wenn es weiterhin Fische gibt, sind es bei weitem nicht genug, um unseren Unterhalt als Fischerstadt zu gewährleisten. Wie ihr erkennen könnt, sind wir dringend auf Hilfe angewiesen. Es beschämt mich, euch so schlechte Nachricht überbringen zu müssen, doch ich erfülle nur meine verdammten Aufgaben. Adriel, oh mein Gott, das sieht ja echt schlecht aus. Antwort des Hauses Redoran. Obgleich ich mir der Dringlichkeit der Lage auf Solzheim bewusst bin, kann ich eure Forderung nach Vorräten und Geldern im Augenblick nicht nachkommen. Das ist nichts Persönliches, Larry. Eure Insel ist eine von derzeit 74 entfernten Siedlungen Morrowinds. Das Haus Redoran muss diese Außenposten in Bezug auf ihre Wissenschaftlichkeit und strategische Bedeutung priorisieren und stehen nur begrenzte Gelder für diese Siedlungen zur Verfügung, sodass wir uns entscheiden müssen, welche Vorrang haben. Solzheim steht auf dieser Liste leider sehr weit unten. Ich tue alles für euch, was in meiner Macht steht. Ich muss euch allerdings bitten, noch ein wenig länger durchzuhalten. Dralis Rorlane, Ratsmitglied des Hauses. Es tut mir so leid. Was habt ihr denn hier so schön? Aber ihr habt doch Smaragde und sowas. Wieso verkauft ihr die denn nicht? Flynn. Ihr habt auch dieses harte Zeug, Matze. So Jammer und Flynn. Alter Schwede. Das harte Zeug. Lass mich durch. Geh. Geh zur Seite. Makurio, bitte. Geh zur Seite. So. Gut. Wow. Die Tür ist wirklich direkt neben der Wand. Hallo, Wache. Wie? Habt ihr noch nie eine Redoran-Wache gesehen? Nein, ich bin beeindruckt. Ihr seht etwas futuristisch aus. Ich finde nur noch, dass ein rotes Licht gemacht. Die gesamte Insel ist von Asche überzogen. Ach, ich bin mir da nicht so sicher. Aber eins bin ich mir sicher, ich werde jetzt erstmal einen fetten neuen Stufenkram hier machen. Und zwar Ausdauer, damit ich mehr tragen kann. Ich kann 2 Sachen verbessern. Okay, dann mache ich doch mal... Schmiedekunst würde ich sehr gerne machen.
Mensch, nochmal. Na gut, dann hält das nicht. Macht nichts. Zerstörung vielleicht? Oh, oh, oh. Dabei benutze ich das doch schon so oft. Anscheinend nicht oft genug. Na gut. Vielleicht Redekunst? Ich glaube, das ist gut investiert worden. Und dann speichere ich kurz. Wenn ich das nicht nochmal alles quatschen muss hier. Siehste wohl. Was ist denn mit den Minen? Ich guck mir die mal an, ne? Mama guckt. Wer seid denn ihr? Der untätige Geist schläft. Darin, was sagt ihr denn da? Der untätige Geist schläft. Wer ist denn der untätige Geist? Oh, ihr redet alle in Rätseln. Was ist hier mit dieser Mine hier los, ne? Nee, da will ich nicht hin. Nö, 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 vergiss es. Gibt es hier keine Reittiere? Ich könnte eins gebrauchen. Na, la, la, la. Oh, warte. Ich bin mit allen geredet. Habt ihr noch nie eine Redoran-Wache gesehen? Doch. Kenne ich den da schon? Hallo. Der Meister. Ach so, der wieder. Oh, nee. Da hinten läuft eine Frau. Das werde ich tun, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Wo war jetzt diese Frau? Jetzt habe ich sie verloren, weil ich wieder abgelenkt wurde. Wie so oft? Wie so oft? Da! Haha! Junge holde Maid, bitte. Bralsa. Hier in seinem Schrein. Ja, aber was ist denn hier los? Was ist hier los? Kindiri? Oh! Ach du. Nee. Ihr scheint im Effekt durch Einsatz eurer Willenskraft Mirak. Und wenn die Welt sich erinnert, gehen seine Jesus, Junge. Sie sie vergessen haben. Wie zerstöre ich diese Viecher? Das ist doch nicht normal. Die sind alle... Oh, wieso bin ich jetzt im Wasser? Hä? Hier ist doch gar kein Wasser. Aber anscheinend doch. Oh nein, was ist hier los? Nein, erinnert euch bitte daran, wer ihr seid. Und hört auf, so ein Kram. Das ist doch Sektenkram.
Hör bitte auf damit. Oh, schaut mal da hinten. Das ist ein Spielfehler, das gibt es doch nicht. Oh, was sind das für Sachen? Die sehen ja voll lieb aus. Oh, was ist das hier mit dem blöden Wasser? Das ist ein Fehler. Ich werde diesen Fehler nicht tolerieren. Schon gar nicht akzeptieren. Nieselwurz. Nieselwurzi. Hatschi. Was seid ihr für Viecher? Was seid ihr für kleine Sachen? Hallo. Tun die nichts? Sie tun nichts. Oh. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Alter Schwede. Irgendwie schön auch, ne? Aber so trostlos. Farblos. Leblos. Nein. Oh, was haben wir denn da? Da ist ein roter Punkt. Blutskalben. Da, doch ein Nieselwurzel. Hatschi. Aha, danke, Serana. Du bist wirklich super Hilfe. Ey, du hältst mir den Rücken frei. Wer sagt denn das? Für mich wärst du's. Wo auch immer ihr seid. Oh, aha, Kiste. Boah, diese Geräusche. Ich hätte auch gerne so etwas Flaschiges. Hallo. Was ist denn mit dieser Dunmeer-Kleidung? Die sieht so verwunschen aus. Bin ich schon wieder irgendwo falsch abgebogen? Da. Blutskalten Hügelgrab. Klingt einladend. Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen in dieser. Und jetzt weißt du auch warum. Oh, hier schlafen zwei. Hochelf? Kommt denn hier ein Hochelf hin? Und ein kaiserlicher. Oh, was ist denn hier geschehen? Eine verbotene Liebe. Oh. Das sehen die Götter aber nicht so gerne. Oh. Oh nein, die waren zu nah am Feuer. Schrecklich. Was? Wildschwein. Gibt es denn hier Wildschweine? Das kommt doch von Übersee. Das ist importiert. Schande, jetzt haben wir verlaufen. Ach so, das war's also schon.
komisches kleines Hügelgrab. Ohne irgendwas Besonderes. Toll. Ach. Mal. Ich kenne nur Muttermal. Kleines Nickerchen hier neben den Toten. Bin auch todmüde. Also weiter geht's. Schon gleich. Den Dietrich nehme ich euch gerne ab. Wow. Wieso haben die... Boah. Mist. Also. Ach, natürlich. Hier nichts dabei, keine Notiz oder so. Ja, ihr solltet so sterben wie am glücklichsten Bart. Ja. Was ist das für ein Summen? Oh Gott! Na, boah! Wer hat das gesagt? Gibt's ja auch Drachen? Ja, ne? Ja. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Diese Insel war ich sehr schnell wieder weg, weil ich Heimweh bekommen hatte. Trammausli. Aber das Einzige, was toll ist, sind diese Viechers. Diese kleinen Kälber. Ja. Da ist schon wieder irgendein Hochladen nicht möglich. Moment.